Hallo und herzlich willkommen zu Folge 18 von Ratchet & Clank. Falls ihr euch wundert, warum das diese Zwischensequenz, die ihr übrigens jetzt normalerweise nicht sehen würdet, wenn ich das über PlayStation aufnehmen würde, auf Pause steht. Ich musste sie auf Pause machen, sonst hättet ihr sie verpasst. Weil so schnell nicht wahr? So, jetzt muss ich am Laptop mich noch selber ausmachen, damit ich mich nicht selber höre. Gut, ich werde die jetzt einfach mal durchlaufen lassen. Wir sind auf Quantum Cartoon. Das ist Captain Quark, quasi der Anführer der intergalaktischen Schutztruppen, und der erzählt uns jetzt erstmal was. Ratchet an Schutztruppen. Ich bin in Watu gelandet, aber mein Düsenpack Treibstoff ist leer. Oder auch nicht. Ich will jetzt nichts sagen, aber das war jetzt schon selten dämlich. Ich habe natürlich das Touchpad gedrückt, statt einfach wieder Start zu drücken. So dass wir die Zwischensequenz übersprungen haben. So dass ihr sie auch diesmal nicht sehen konntet, aber diesmal habe ich sie auch nicht gesehen. Quasi könnt ihr euch nicht mal zusammenfassen, was hier passiert ist. Ja, das ist dann nun mal leider so. Tut mir gerade ein bisschen leid, dass ich mich hier so dämlich anstelle. Dafür spielen wir jetzt einfach mal weiter und gucken mal, was uns das hier bringt. Natürlich habe ich wieder meinen Timer vergessen. Wie könnte es auch anders sein? So, nicht lange rumgestanden, los geht's. Ach, übrigens habe ich mir das gerade noch mal kurz angeguckt und ich finde die Qualität gar nicht so schlecht. Also nicht viel schlechter. Also ich glaube, man kann Ingame-Sound und Mikrofon über die PlayStation vielleicht noch einen Ticken genauer steuern, aber so wie ich das jetzt mache, geht das eigentlich ganz gut. Und dann könnte man sich ja mal mit In Overlay oder so beschäftigen. Kreisklingen. Feuert gezackte, sich drehende Scheiben, die in einem Bogen durch die Luft fliegen und an Gegnern und Mauern abprallen, um totales Chaos zu verbreiten. Klingt ja schon mal nicht so schlecht. Quasi Ninja-Sterne. Aber die können wir uns noch nicht leisten. Ja, auch diese Passagen kriege ich immer besser hin. Sie mir nicht irgendwie Deckung geben? Ah. So, den können wir hier runterschießen, dachte ich. Ja, du hast ja aber nichts gemacht und ich werde hier trotzdem angegriffen. Da hinten steht noch so ein Ding, das habe ich ja komplett übersehen. Was ist denn ein Schalter? Achso, sie ist jetzt rübergeflogen und jetzt bewegt sich die Brücke. Ah. Versuch rüberzukommen. So schwierig ist es jetzt nicht. Naja, ich sag mal, mich würde es nicht wundern, wenn ich auch an einer Brücke scheitere. Das Böse, Gute. Nicht so nette. Ja, das Scharfschützengewehr macht schon was her, muss ich sagen. Also wenn man das, ist glaube ich schon, ja doch, Scharfschützengewehr kann man das schon nennen. Noch einer? Was? Wo waren denn hier noch zwei? Ah, da stand schon wieder sein MG. Ach, das ist übrigens die Dame meines Erachtens, von der ich irgendwann am Anfang auch mal erzählt habe, die Gegenstände bauen und reparieren kann. Ah, gibt's hier was? Als ich letztes Mal hier war, bin ich durch die Abluftschächte entkommen. Vielleicht können wir irgendwie auch in die Fabrik gelangen. Gute Idee, Clank. Das sah cool aus. Das sollte ich Abschlüsse machen. Okay.
Also wenn es so weitergeht, haben wir die 30.000 für diese Glasklingen relativ zügig beisammen. Ach ja, bei dem Video klang es zwischendurch ab und zu mal so, als ob ich mittendrin im Satz aufhöre zu reden. Ja, habe ich gemacht, aber nur um das, was gesagt wurde, im Spiel quasi laufen zu lassen. So, und hier sind die... Was? Achso. Das ist schon so gedacht, dass ich das hier nicht kaputt kriege. Aber die hier kriege ich kaputt. Ne, auch bloß nicht. Okay, wo kamen denn die jetzt her? Die standen wohl... Ah, hier irgendwo, okay. Ja, ich würde jetzt mal sagen, zählt als Geheimnis gefunden. Ja, mein Gott. Niemand mag Klugscheißer. Aber da sind keine weiteren... Oh. Okay, es gibt ein Sicherheitsterminal, aber ich will halt auch hier rein. Kann man hier irgendwie hin? Warum kann ich denn da oben durch, wo ich eben gerade durchgestiegen bin und nicht hier durch? Das müssen wir uns gleich mal angucken, wo wir da hinkommen. Achso, ja, das Ding muss ich erstmal umprogrammieren. So war das, ne? Nee, wir wollen dich, genau. So. Ah, ich muss erst, ach Gott. So die ganze Zeit am Geballern und dann hier Rätselpassagen haben. Das sind die richtigen. So, wir brauchen quasi den mit rüber. Aber wie komme ich denn hier? Also hier ist auch so ein Gitter. Da will ich ja auch noch gar nicht lang. Ich will hinter nach hinten zur Karte. Damit wir noch ein paar Packs öffnen können. Auf anderen Streams wird dafür hunderte von Euros ausgegeben, damit man drittklassige FIFA-Spieler kriegt. Und hier seht ihr halt wie Kartenpacks, die man. Naja, ein bisschen Fortschritt, ein bisschen Progress kriegt man ja doch dadurch. Also, was ist denn das? Also man kann da lang gehen, aber wir gehen jetzt hier mal zurück. Also normal müsste das funktionieren, dass ich mit diesem Ding hier quasi das aufkriege. Genau. Bam. Okay, das war jetzt nicht eines der schweren Ritte. Die Karten gucken wir uns... Ah, jetzt können wir sie gleich angucken. Machen wir doch mal glatt. Zwei Karten, ein Pack, Blag, Schnabelmonster und ein Raumschiff. Hier ist das Blag, Schnabelmonster. Das, was wir besiegt haben, quasi der erste, den ich als Endboss tituliert habe. Dabei hatte der bloß eine Lebensleiste wie danach irgendwie 50% der Viecher. Und ein Raumschiff. Das hier, Aggressor, ist kein Raumschiff, ist die Waffe. Okay. Dann gehen wir weiter. Da müsste jetzt eigentlich einer von diesen Granaten gerespawnt sein. Kann ich denn das von hier schon? Und erstmal möchte ich probieren, das da hochzuwerfen. Kann ich zielen? Nee. So richtig doll im Werfen ist auch nicht. Werfen und Fangen behindert, genauso wie ich. Das war jetzt dämlich. Aber wenn ich das wegnehme, geht doch die Tür zu. Wenn ich...
Kann ich hier eine Brücke bauen? Hier kann ich eine Brücke bauen. Machen wir das einfach mal. Hier brauche ich so ein... Ah, okay. Aber wozu brauche ich... War die Granate da jetzt wirklich bloß drin, dass ich hinten die Karten kriege? Ich muss das eigentlich da... quasi auch da rein. Also ich kriege jetzt noch so ein Viech. Ja. Ah, hier ist noch so ein Viech. Okay, das erklärt es dann natürlich. Da nehmen wir jetzt erstmal das. Basteln das hier gleich zum Energiedingens um. Werfen das dahin. Nehmen uns das hier. Basteln da auch sein Energiedingens draus. Nehmen wir uns das Brückending. Bauen das Brückending hier hin. Jetzt sollte es ja gehen. Kampfbotzug 774 hat die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und ist einsatzbereit. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt los und versorgen Sie mit dem Blut. Das hat nicht funktioniert. Da oben ist der, der sich die ganze Zeit beschwert. Ah, ich glaube, das gibt's hier wenigstens. Man macht sich halt immer Gedanken, wenn man die Dinger kaputt macht und dann nicht weiterkommt. Oder irgendwo oben steht. Oder wäre ich da irgendwie hochgekommen? Ja, auch bloß nicht. Ja, ich gehe mal davon aus, wir müssen hier lang. Hör mal noch Klappergeräusche. Ich gehe davon. Ja, es wird wohl Klang sein, der dies macht. Gibt es einen Elektrobot? Den schmeißen wir da mal ran. Tja. Schauen wir mal, ob das gefährlich ist. So, hier steht ein so ein Bot. Und sehr schön, wie er von Sisterbot spricht. Aber ich muss jetzt nicht die hier alle... Kann man das? Ist das... Tatsächlich. Okay, wo geht's hier hin? Steht hier noch was? Hier ist nix, okay. Also hier wären 5 von diesen Dingern. Aus dem hier bauen wir erstmal eine Brücke und gehen hier erstmal rüber. Weil da ist auf jeden Fall noch einer, den wir... Achso. Und mit dem machen wir erstmal das Ding hier auf. So, puff. Ah. Achso. Aber wie kriege ich ihn dann? Nehmen wir erstmal den mit. Machen wir auch den da. Muss ich jetzt doch erst alle rüber... Hey, bin ein bisschen verwirrt. Okay, wir bauen hier die Brücke ein. Wir nehmen den erstmal pauschal mit rüber, würde ich sagen. Rätselspaß mit Davy, das ist ja... Ach. Den kann ich doch hier aber nicht abbauen. Oder? Dann geht er hier die Tür zu. Ja, aber geht's denn? Man schafft es nicht. Okay, also muss der hier auf jeden Fall wieder hier ran. So. So. Komme ich denn mit irgendwelchem von hier? Wieso kann Clank alleine eigentlich nicht fliegen? Ich glaube, die Frage habe ich mich schon mal gestellt vor einiger Zeit. Ich springe hier mal einmal hoch. Bloß um zu gucken, dass hier nichts ist. Hier ist nichts. Oder? Na. Naja.
machen wir jetzt hier den Brückenbaubot hin. Kann ich hier nicht irgendwie. Achso, Brückenbaubot. Oder kann ich den jetzt nicht hinbauen? Wenn ich hier hinschmeiße. Also ich kann hier nicht irgendwie backtricken. Oder eigentlich müsste hier irgendwie eine Stelle sein. Naja, wir nehmen den erstmal mit. Okay. Aber nur mit den dreien. Wie soll ich denn da fünf? Hm. So, wir nehmen uns den, schmeißen den da ein. Dann geht das hier hoch. Dann steht hier einer. Ah. Da ist noch einer. Ich habe halt die doofe Vermutung, dass ich hier ewig dran sitzen werde. Ist denn hier vielleicht, kann ich hier so eine Brücke hinbauen? Das geht doch voll. Kann ich das? Ah. Ich glaube, ich habe zumindest das Grundsystem verstanden, was passieren muss. So. Aber jetzt brauche ich tatsächlich 5, oder sehe ich das falsch? Okay, wir nehmen uns dem hier mal noch. Sind sie drüben? Ist hier auf der anderen Seite vielleicht noch so ein Ding? Nee. So, der hält das hier oben. Das ist der einzige, der das hält. Okay. Oh, das wird eine lange Folge. Ich hoffe, naja, so viel ist gar nicht mehr für die Folge. Ich hoffe, wir schaffen doch das Rätsel. Weil wie man sieht, man kann die immer bloß an die Gelben bauen. So. Den nehmen wir uns jetzt mit rüber. Weil hier kommt das eine Kabel her, hier muss irgendwas ran. So, der macht das erste hoch, aber, hä? Ist ja die Frage, wenn ich den da hinwerfe, da drüben kann ich ihn nicht hinwerfen. Oder sehe ich das falsch? Okay. Nein! Warum? Warum ist der da drüben da gespawnt und nicht hier vorne, verdammte Axt? Ah, ich glaube, ich hab's. Vielleicht einen Grund haben, warum da ein Laufband ist. Okay. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu offensichtlich für alle. Dass ich nicht ganz so blöd rüberkomme. So. Hier kommt man nicht weiter, nicht dass irgendwer sagt, ist so eine Glastür, geht doch durch. Nein. So, aus dem bauen wir jetzt eine Brücke. Und selbst dann komme ich nicht weiter. So, haben wir da eine Brücke. Den können wir uns jetzt hier nehmen. Muss ja irgendwie hier noch rein. Eine leichte Idee, wie es klappen könnte. Müsste jetzt hier, warum taucht jetzt hier keine Brücke auf? Hallo? Brücke? Ich werde einen anderen Gadgetbot. Wenn ich den jetzt hier ranwerfe, klappt das halt auch bloß nicht. So. Geil. Also ich hätte jetzt gesagt, okay, ich kann den hier hinpacken.
Aber das scheint ja nicht zu funktionieren. Bin ich irgendwie blind? Ne, rübertreiben lassen kann man ihn auch nicht. Da kann ich halt immer bloß eine Brücke bauen, aber das wäre halt auch dämlich. Ich kann den ja von drüben nicht abbauen. So, und das findet er halt automatisch. Jetzt macht das auch nicht. So, jetzt. Ach, ich muss ihn an den Rand werfen. Okay. Ich dachte, er baut das halt so auf. Okay, dann könnte das wiederum funktionieren, dass wir jetzt den nehmen, hier eine Brücke bauen, die Brücke da hinsetzen. Ja. Okay. Es ist alles leichter als gedacht, wenn man sich nur ein bisschen Mühe gibt, das hier zu sehen, wie das hier funktioniert. Weil ja, dann müsste das jetzt nämlich so funktionieren. So, und nimmt ihr ihn dann immer wieder mit? So. Eigentlich nicht schwer. Auch hier habe ich jetzt wieder das Gefühl, dass ich Kisten umsonst fertig gemacht, also kaputt gemacht habe, obwohl ich hier auch hätte was mitmachen können. Naja. So, hier haben wir alles gelöst. Was sagt die Zeit? Ne, die Zeit sagt, es geht noch. Dann schauen wir mal in die nächste Tür. Mir war es, als hätte er gesagt, er müsse nur eine Tür öffnen. Oberscherge. Alle guten Dinge sind nur zwei. Wirf. Wirf. Okay, kann mir noch einen treffen. Oh, Gott sei Dank, beide erwischt. Da sah ich mich jetzt schon sterben, nachdem ich nur noch eine Energie hatte. So, wo wird es weitergehen? Wahrscheinlich nach da. Ist auch noch eine Energie. Zwei oder drei oder vier. Jedenfalls unsere Energie wieder voll. So. Ein Rätsel. Naja, Rätsel können wir ja, haben wir vorhin schon gesehen. Deswegen machen wir jetzt erstmal eine kleine Pause und rätseln dann in der nächsten Folge weiter. Bis dann, ciao.